Leute, was geht? Wir reagieren auf ein neues Video von Laso. Im größten Freizeitpark mit Alperabi. Kleiner Disclaimer. Ja, ich habe euch versprochen, mit Alperabi in den Moviepark zu gehen. Die Jungs hatten auch ein Ticket für den Samstag gebucht. Also jetzt, wann das Video online kommt, letzten Samstag. Naja, das Problem ist, der Moviepark ist geschlossen bis zum 22. März. Das nennt sich auch in meiner Sprache den Jaro kassiert. Wir wollten in den Phantasialand alternativ geschlossen. Heidepark, glaube ich, auch geschlossen. Daher wird sich das leider verzögern bis zum 22. März. Wir hätten auch im Holland in so einen Freizeitpark gehen können. Aber wenn ich sage Moviepark, dann ist es Moviepark, weil das hat sich ja in den Kopf der Leute eingespeichert. Dann halt am 22. März. Warum Moviepark gesperrt ist? Bruder, ist saisonbedingt. Habe ich leider nicht beachtet. Winterferien, dies, das. Japrak ohne P kassiert. Genau, Welke, genau. Deswegen waren die Jungs wahrscheinlich in einem anderen größten Freizeitpark. Aber ich denke, das ist ein Scam-Titel. Ich bin gespannt. Eigentlich haben Jan und ich Alperabi Jim versprochen, dass wir ihn in den Moviepark bringen. Allerdings wollten wir die Öffnungszeiten im Internet abchecken und haben dann gesehen, dass der Park vorübergehend geschlossen ist. Ja, bis zum 22. Guck, gut, dass ich mein Disclaimer trotzdem gemacht habe. Glücklicherweise gibt es bei uns in der Nähe einen Indoor-Freizeitpark. Da bringe ich ihn jetzt hin. Boah, das wäre mies cringe, mit einem 14-Jährigen in so einen Indoor-Park zu gehen, Bruder. Es wäre mies cringe, oder? Als ob er so ein 5-jähriger Junge ist. Zwick mich mal, ich glaube, ich träume. Das ist einfach pünktlich. Ja, klar. Dass ich das nochmal erleben darf, Alter, in meinem Leben. Ich bin besser geworden. Das mit Moviepark hast du mitbekommen. Ja. Warum bist du nicht mit denen da hingegangen? Tut mir leid, Arthur, dass ich in dieser Woche krank war und nicht 5 Stunden nach Stuttgart fahren wollte. Entschuldige mich recht herzlich bei dir. Beim nächsten Mal gehe ich auch dahin, okay? Vorübergehend geschlossen. Deswegen müssen wir uns jetzt was aus dem Arsch ziehen. Naja, wir haben dem kleinen iPad was versprochen. Dem kleinen iPad. Wallah. Dem kleinen iPad. So. Dem kleinen iPad hier. Ich hab dir noch so ein Hot Wheel versprochen. So ein Spielzeug. Der arme kleine Junge. Die Männer, deswegen halten wir uns unser Boot. Und da ist er. Was geht, Leute? Bist du geschäftlich unterwegs? Geht, mein Lieber. Ja, tut mir leid, musst du doch meine Haare machen. Was trägst du da? Dollars in Sians. Ja, Alper, jetzt ist... Mal alle hier im Auto. Ich habe aber leider eine schlechte Neuigkeit. Was gibt's denn? Alle Freizeitparks in ganz Deutschland haben vorübergehend geschlossen. Jetzt, was machen wir jetzt? Ich habe einen Plan B gefunden. Er hat einfach Nase verstopft. Unten. Ich werde dich jetzt überraschen, okay? Ich muss euch unbedingt was zeigen. Schaut euch das mal an. Ein Zuschauer hat mir einfach einen Gebetsteppich to go geschenkt. Ey, wie gut. Das ist einfach hier so ein Gebetsteppich und den kann ich auf Reisen mitnehmen. Ey, voll stark. Sogar mit Kompass. Nehmen und beten. Weißt du, was das bedeutet, Alper? Was? Jedes Mal, wenn ich auf diesem Gebetsteppich bete, sammelt diese Person Hassanat. Ja, das stimmt. Deswegen habt ihr auch mir 100.000 Gebetsteppiche gegeben. Er ist ein Hassanat-Hunter. Wir stehen hier. Ach, Nico. Vor einem Indoor-Freizeitpark. Boah, echt krass aus. Okay, dann gehen wir mal rein hier. Check deine Größe. Los, Alper, check die. Ja, das geht in Ordnung. Knapp über 1,60. Check deine Größe, Laso. Ganz knapp an die 1,50. Er hat so voll eine süchtige Stimme heute, war der iPad? Check deine Größe, Laso. Guck. Knapp über. Check deine Größe, Laso. 1,60. Check deine Größe, Laso. Ganz knapp. Guck, Schemschem, bra. 1,50. Ganz knapp, oder? Also dürfen wir da rein. Ey, schau mal, Alper, da ist mein Onkel aus Kurdistan. Wie geht's dir? Freut mich, die kennenzulernen. Er hat einfach 4 Hände. Digga, warum ist Alper so süß und sympathisch in diesem Video? Die haben ihn Tamkind nicht gemacht. In der letzten Folge war es The Rock, jetzt ist der The Rock Sohn einfach. Also ich sag dir ehrlich, das würde echt falsch aussehen, wenn man jetzt ein bisschen näher rangeht hier so. Was ist das? Ich hab keine Ahnung, was das sein könnte. Vielleicht... Ein Japrak ohne P. Warum passiert sowas, ja? Warum passiert dieser Zufall aber, ja? Was ist denn? Töbe Sachen, Uff, ich glisse wie Octodicker, wirklich. So, ich habe jetzt 3 Eintrittskarten gekauft. Hier eins für dich, Alper. Ich tu direkt in mein Portemonnaie rein. Und für dich auch, Khadr. Dankeschön. Wo sollen wir jetzt anfangen? Was sollen wir als erstes machen? Weiß ich, ich würde sagen, lass hier hoch, oder? Ja, komm, lass hier hochklettern. Was gibt's hier? Aha. Hat jemand erwachsene Männer in einem Indoor-Park bestellt? Oh, schaffst du das überhaupt? Weiß ich, ich bleib bestimmt stecken. Ja. Stellt euch vor, ich wäre auch da gewesen. Nein, Bra, du bist sportlich unterwegs. Heute sind wir nicht geschäftlich unterwegs, sondern sportlich unterwegs. Sollen wir auch so einen lustigen IRL-Stream da drin machen? Also auch sowas? Guck mal, ich hab mehrere Pläne mit Alperabi Jim. Wir haben ihm Moviepark versprochen. Nach Moviepark will ich mit ihm, ich spoiler jetzt schon, okay? Auf ADAC-Parkplatz und den R8 fahren lassen. Alperabi Jim fährt R8. Und danach können wir noch so andere Sachen machen. Aber ist ja ein bisschen schwierig, ne? Der Junge ist halt noch in einem jungen Alter, geht zur Schule und mit den Eltern abklären, übers Wochenende rüberkommen. Ist alles nicht so simpel. Aber wir halten unser Wort. Ich habe das ehrlich gesagt schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Freizeitaktivitäten. Kommst du klar, Alper? Ja, alles gut. Wisst ihr, was ich am meisten immer gemögt habe? gemocht habe in so Indoor-Parks? Diese Rohren, wo du Bälle reinschmeißen konntest und Leute abballern konntest. Das habe ich immer gemögt. Ey, das wird eng, Alter. Komm schon, Alper, du schaffst das. Wir sind sportlich unterwegs. Scheiße, Digga.
Das ist ehrlich rutschig. Ich muss kurz überlegen. Escape Room wäre auch lustig, tatsächlich. Boah, nicht schlecht. Weißt du, was krass wäre, wenn man im Escape Room auch ihr Elstree machen könnte? Das wäre auch geisteskrank, oder? Ich packe nicht. Der Trampolinhalle ist langweilig. Was sollen wir die ganze Zeit da hüpfen, oder was? 10 Minuten lang sind die Leute hüpfen. Voll lustig, voll interessant, voll spannend. Digga, das war gefährlich. Ich sag dir ehrlich, das ist doch Baby einfach. Es ist Baby einfach. Baby einfach. Junge, es war so einfach. Ich weiß gar nicht, was du hast, Alper. Das ist doch easy gewesen. Das war ein Klacks. Was er sagt? Das war ein Klacks, mein Lieber. Ich zitter gerade. Ich dachte, ich komme da nicht mehr raus. Kennst du das, wenn bei McDonald's Rutsche so ein Spiegel ist und du zu deiner Mutter dann klopfst? Das hat doch von irgendeinem Meme. Boah, mir ist was eingefallen. Digga, Alper Abi Jim hat einen Gedanken aus meinem Hirn freigeschaltet. Ich habe euch erzählt von meinem Onkel, der verstorben ist, ne? Von Papa-Seite. Genau bei ihm ist das passiert. Er war unten, ich habe nur geklopft. Ihn hat's nicht gejuckt, er war am Rauchen. Gott möge ihm seine Seele gnädig sein. Hopp, dass du hier bist. Ja. Aber meine Mutter war auch schon mal so. Die gucken gar nicht, Bruder. Die sind einfach froh, wenn das Kind mal nicht mal nervt so. Und dann ist deine Mutter stolz auf dich. Ja. Ich sag dir ehrlich, Alper, ich glaube, das ist unser gefährlichster Dreh, den wir bis jetzt hatten. Lass hier. Hier lang, Alper. Boah, fuck. Wie Militär. Stell dir vor, wir wären im Krieg, Alper. Gib dein Bestes. Alper, die Gegner kommen. Wir müssen schneller machen. Alper's Ispec darf natürlich nicht fehlen. Eine Granate wurde geworfen. Ey, pass dich an. Wie filmt Nico das aber? Boah, das ist eine gute Frage. Es wäre auch lustig, wenn man bei Nikos Kopf auch noch so eine GoPro hätte. Aus zwei Perspektiven. Ich sehe durch. Komm, das schaffst du, Alper. Ich hoffe. Na, Adam Elio Morek. Du bist versichert, Alper. Mama, ich liebe dich. Weißt du, was die Leute geschrieben haben, Alper? Was denn? Wir sollen nicht nur essen gehen, sondern auch sportliche Aktivitäten machen. Ihr kennt mich mal. So, Alter. Fühl dich. Alper, wir sind jetzt in diesem geheimen Raum. Keiner kann uns sehen. Hier können wir verteilen. Tätchen. Was meinst du verteilen? Coca, Schirm. Ich weiß nicht, warum er das hat. Erste Beschuldigte. Alter, Nico und Lars sind die Besten aus Stuttgart. Ich sag's euch, wie es ist, ey. Digga, was gucken wir uns hier gerade an? Ja, ich f*** mein Leben. Was gucken wir uns hier gerade an, Alter? Ich f*** mein Leben, ja. Wir haben es fast geschafft, Alper. Ist doch easy, oder? Ist Pippi einfach, oder? Ja. Pippi einfach. Pippi einfach. Also entweder wir gehen hier runter oder da lang. Pippi einfach. Ein Weg führt zum Troll, zum bösen Troll und ein Weg führt zur schönen Prinzessin. Wir gehen da lang. Ich hoffe, die schöne Prinzessin macht keine X auf TikTok. Wie wackel, Gudi. Alper. Die schöne Prinzessin ist in einem 1000-jährigen Tiefschlaf. Was muss ich machen? Du musst ihr einen Kuss geben, damit sie aufsteht. Okay. Okay, geh vor, Alper. Ey, Ritter, pass auf, Alter. Du gibst mir gleich einen Kick und ich flieg danach. Ey, Chef, ich fall hier runter. Ist das Ding überhaupt TÜV geprüft? Ich glaube nicht, vielleicht auch kurdischen TÜV. Das besteht hier auch. Nee, in Deutschland braucht ihr euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ich habe noch nie gehört, dass in Deutschland sowas passiert ist oder jemand verunglückt ist und so. Aus zerbrechlichem Holz. Stell dir vor, hier frischt ein Feuer aus. Was dann? Ein Feuerzeug und die ganze Bude brennt. Ja. Ich glaube, in dieser Burg ist die schöne Prinzessin drin. Es ist sehr wackelig. Unter uns ist Lava, Alper. Der war echt gefährlich. Digga, er hat richtig Spaß, oder? Er ist noch so Tam-Kind eigentlich. Ne, er ist ein Kind. Ey, ohne Witz, Alter. Es macht mir Spaß, so zu gucken. Wir sind im Kreis gegangen, glaube ich. Was? Wir sind wieder hier. Oh. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Die Party ist vorbei, Männer. Wir gehen was essen. Er hat mich erkannt. An seinem Grinsen habe ich gesehen, dass er mich erkannt hat. Er soll alles aber nicht steifen von John sagen, bitte, ja? Erkannt hat. Kindergerichte. Was willst du, Alter? Ehrlich gesagt habe ich nicht so Hunger, also etwas Kleines. Der Achi meinte, die Currywurst ist halal. Wir nehmen einmal Pizza Fungi und eine Currywurst. Noch nie gegessen. Noch nie, echt jetzt? Nein, weil immer haram. Ja, diesmal ist sie halal. Okay, sicher? Okay. Mit. Unsere Pizza mit Herz. Yeah. Ich küsse deine Augen. Dankeschön, Pizza-Chef. Ja, bitteschön. Mit Herz und wir haben eine Halal-Currywurst mit Pommes. Ja. Naja, in solchen Spieloasen gehen meistens nur Kanaken. Das macht schon Sinn, alles Halal anzubieten. Denn sonst holen unsere Familien ihr Essen eigenständig mit. Bruder, wenn wir damals so mit Bekannten und sowas hingegangen sind, Bruder, da war alles auf dem Tisch, ne? Nudelsalat, alles. Das war die schönste Zeit. Eine sorglose Zeit, seid mal ehrlich. Okay, bon Appetit. Danke, Chef. Ah, hol noch Ketchup und Mayo, genau. Das gehört dazu, Chibbe. Weißt du, von wo dieses Herz ist?
von hier. Wie heißt die Marke? Dollars and Siams. Genau, richtig. Boah, das sieht richtig appetitlich aus. Die Jungs machen richtig stabile Werbung. Ich küsse doch eure Köpfe. Du kannst echt gut schneiden. Alper, als ich klein war, hat mich mein Vater nie an solche Orte gebracht. Er hat mir damals Steine in die Hand gedrückt und gesagt, hier, spiel mit diesen Steinen, wenn dir langweilig ist. Bei mir war es nicht so. Ja. Aber tut mir leid. So, Ritter, schneide die Currywurst. Okay, Alper, ich probiere jetzt die Pizza. Ja. Danach probierst du Lechpizza. Die Curry. Also, ich fange an. Ich sag dir ehrlich, die Pizza ist leicht verbrannt. Deswegen gebe ich dieser Pizza eine 10 von 10. Das hat man direkt gesehen, leider. Dein erstes Mal Currywurst, oder? Ja. Klar. Ich mag diese Soße nicht. Ja, die Wurst schmeckt mir auch nicht. Es ist so typisch so Kinderessen. So Kinder juckt nicht, wie es schmeckt. Hauptsache die Geschmacksverstärker sitzen. Aber ist eine 10 von 10. Jetzt probier noch eine Pommes. Das ist eine Delikatesse, das essen nur reiche Menschen. Also, einen guten Curry-Dip, man sieht doch ein bisschen das Currypulver und sowas. Ich mach direkt eine... Seid mal ehrlich, Chat, wir alle würden niemals Schwein essen, ihr wisst. Wir sind alles Alhamdulillah-Musliman. Aber seit unserer Kindheit wollen wir doch alle mal bestimmt wissen, wie so ein Hotdog schmeckt, oder? So richtig so diese deutsche, verfickte Currywurst. Ihr werdet jetzt alle, nein, niemals. Oder so Bacon, so man sieht bei Simpsons, wie die so Bacon essen und sowas. Aber Alhamdulillah, wir essen es nicht. Aber man hat schon sehr oft dran gedacht. Sehr, sehr oft. Muselmann, ja, yep. Ich will die volle Geschmacksexperience. Das ist eine stinknormale Currywurst, so kantinemäßig. Deswegen kriegst du. Ferdifuchs immer, ja? Super RTL-Trigger, ne? Super RTL-Trigger, ne? Ferdifuchs hat mich noch nie gereizt, ich sag dir ehrlich. Da waren andere Sachen in der Werbung, die ich geiler fand. Tu mir eine 10 von 10. Alle anderen YouTuber, die Essen bewerten, haben keine Ahnung. Nee, Beefy auch nicht, Digga. Nee, Digga, Beefy sah aus immer wie ein Schwein am Spieß. Ein Schwein als dick. Aber so Hotdog war so dieses Komplette, weißt du? So ein Teller voll mit Ketchup, Soße und so ein Gewürz und so diese Schweinelech. So, das war, also, das gehört zur deutschen Kultur einfach dazu, diese Currywurst, weißt du? Ahnung, die können mich mal kreuzweise am Sack lecken. Ey, guck mal, da gibt's Pferde, Alper. Stabil. Schau dir die Pferde mal an. Ey, die Pferde haben. Krass. Was sagen die Pferde? Schau dir die Pferde mal an. Ey, die Pferde haben. Krass. Oha! What the fuck? What the fuck? Ich bin gerade sehr verstört. Sogar die Barbie-Puppen hatten doch damals nichts drunter so. Also die Ken-Puppen. Warum geben die dem Pferd solche Daschaks, Alter? Jablack ohne P einfach. Ja, Mann. Junge, Digga, da geht's nur um Schwätz in diesem Video. Das Bild kann sich einfach bewegen. Drake. Hey, hört auf jetzt. Ich bin Harry Potter, diese Bilder. Ey, es sieht aber sehr schick aus. Könntest du dir vorstellen, hier zu leben? Ja. Für immer und ewig. Nein. Sesam, öffne dich. Oh, oh, stark, Alper. Seit wann gibt's in einer Burg Sesam, Aufzüge? Schließe dich. Oh, stark, Alper. Ich sag dir ehrlich, so checkst du die Prinzessin ab. Ja, nun mal. Solche Schuhe trägt man tatsächlich bei uns in Kurdistan. Das sind kurdische Träte aus Kakerlakenleder. Ja, das ist tatsächlich feinstes Kakerladenleder. Riesenschuhe. Ist schon cool da, oder? Was ist das für eine Scheiße, Alter? In unserer Generation machen wir so. Das ist der Oldschool-Scheiß. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn wir hier hochgehen, sind wir bei der Prinzessin. Hier ist doch keine Prinzessin. Diese ganzen Treppen umsonst? Ja, sieht so aus. Da sind einfach Golddublonen, Bruder. Boah, einfach Golddublonen hier drinne. Geil, Mann. Denkt ihr, mein Arm... Der Schatz des Hollandes! Arm passt da rein. Vielleicht kann ich da was rausholen. Es ist tausendmal gefährlicher, wenn du flüsterst. Ach, ist das so besser, ja? Es ist doch einfach nur eine entspannte Stimme, die mit dem Mikrofon mit euch redet. Ich bin gerade in euren Ohren drin. Boah, bitte bleib nicht stecken, das ist ja dann so komisch. Scheiße, ich komm nicht ran, Alper. Das ist eine Hochsicherheitsschatzkammer. Du siehst aus wie Bob der Baumeister. Ja, normal. Was ist denn jetzt los, Bruder? Hier gibt's ja alles. Aber die türkische Version. Ja, jetzt geht's ab. Was heißt Bob der Baumeister auf Türkisch? Was weiß ich? Hast du keine Hürden? Sünger Bob. Danks. Mal gucken. Also für diese Seilbahn muss man hochklettern. Wie eng ist das, Alter? So, der Alper wird jetzt da runtersliden. Vorlaufen, vorlaufen. Bruder. Hab keine Angst, Alper, du schaffst es. Boah, das haben wir in Mexiko gemacht. Und ich hatte richtig Angst davor. Ich hab die dicksten 3 Eier aus Stuttgart. Die dicksten 3 Eier? Stellt euch mal vor, das Ding wäre einfach abgebrochen, so dieses Seil. Aus zwei Perspektiven, Bruder. Die haben sich richtig Mühe gegeben, ne? Ey, Nico, geh du mal nach hinten, ich nehme mich von da auf, du hier. Walla. Wir schlachten Alper, da hab ich ihn gerade richtig aus. Er wird es aber nie vergessen, seid mir ehrlich.
Was denken die Eltern? Die freuen sich, Mann. Nochmal ein kleines Statement. Unter dem letzten Video, wo Alperabit dabei war, hat eine Dame kommentiert, das sieht mir sehr unseriös aus. Was sagen die Eltern denn dazu? Also im Video sieht man, dass der Bruder dabei war, dass aufgepasst wird. Zweitens, was haltet ihr denn eigentlich von uns? Wie habt ihr uns denn die letzten Jahre auf YouTube kennengelernt, dass wir irgendeine eklige mit so Jugendlichen abziehen oder was? Für diese Leute, ne, da, ich habe mich darüber wirklich, also ich war sehr enttäuscht, als ich das gelesen habe, ich habe auch geantwortet gehabt, werden wir im nächsten Video auch die Eltern jedes Mal anrufen, weil man muss für jeden Menschen mitdenken. Also jeder Mensch, der zum ersten Mal einschaltet oder dich gar nicht kennt, ich kann das verstehen. Ich würde mein Kind auch nicht irgendwo einfach mitgeben, aber man sieht ja im Video, wenn man nur 2 Sekunden weiter guckt, dass der Bruder da ist und so. Herz in die Kommentare für Albert, ein Macher. Scheiße, Mann. Wie was? Ey, das ist ja ehrlich krass, Digga. Er hat voll Spaß, Mann. Ich schwör's dir. Ein Mensch, der keine Sorgen hat. Ne, seid mal ehrlich. So sollte jeder Jugendlicher leben. Weißt du, ich mein? Nicht so viel mit Handy, auf Straßen abhängen. Sowas. So eine Kindheit ist schön. Und 14 ist ja immer noch so ein Alter so. Wie gesagt, Digga, lass mich erstmal Familienvater werden. Ich werde mein Kind die schönste Kindheit geben, die es gibt, ey. Inshallah. Ja, meine Beine zittern, aber ich habe die größten Eier aus Stuttgart. Der Pizzabäcker hat einfach TikTok, das wusste ich. Er ist einfach live auf TikTok, Bruder. Wo sind wir hier? Wie viele Follower hast du? Bitte, er hört türkische Musik die ganze Zeit. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Guck mal, er wird doch gefeiert. Guckt's euch an. Guck mal, in dieser Saluk und so. In dieser Saluk und so. Er klärt sich einfach so Frauen und so auf TikTok, Bruder. 4800. Folgt ihm auf jeden Fall auf TikTok. Aziz. Aziz 46. Stark. Guck mal, sehr, sehr stark. Ezelden yazılmış yazım derdim çoktur dinmez. Allah kolaylık versin. Eline emeğine diga krass ne? Go here. Das war nicht live, das ist ein Video einfach. Pardon. Guck mal, die Leute geben richtig Liebe und so. Ich habe einfach Bock bekommen, TikTok zu machen und Pizza zu backen. Das ist Kunst, das ist ein Hauch von Tüll. Stark. Danke dir auf jeden Fall, ein sehr starker Bäcker. Check den auf jeden Fall ab. Ladı gibisin mayamen. Mayamen. Mayamen Jackson, Digga. Ja, stark, stabil, ja, ehrlich. Grüße gehen raus, ja? Danke. Ich danke dir. Verabschiede dich von meinem Onkel Mahmoud. Ciao, Onkel Mahmoud. Onkel Mahmoud sieht. Was machst du da? Digga. Digga, das sieht nicht gut aus. Das sah sehr unschön aus und das werde ich zensieren. Tschüss, Onkel Mahmoud. Wir sehen uns. Jetzt verstehe ich auch die Kommentare, die sagen, was sagen die Eltern dazu? Und so, also hinter so einem Scheiß stehe ich nicht. Das will ich bei mir nicht reinschneiden. Ja, Plak ohne B. Hallo? Ich bin gerade mit Lase. Schule aus, wir gehen nach Haus. Also ich konnte mein Versprechen leider nicht einhalten und dich mit Jan zum Moviepark bringen, aber wir hatten doch trotzdem Spaß, oder? Ja, es hat sehr Spaß gemacht. Dankeschön für alles. Alle liken und in die Kommentare schreiben. War sehr entspannt. War sehr entspannt. Wie gesagt, Leute, ich werde mein Wort halten. Am 22. März ist der Moviepark wieder geöffnet. Ja, ist doch Fastenzeit und so. Nichtsdestotrotz werden wir das durchziehen. Macht euch keine Sorgen. Wir wollten es schon am Samstag, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, aber ja, was soll ich denn machen, Digga? Ich kann es auch nicht erzwingen. Kann auch nicht beim Moviepark einbrechen. Daher, danke schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr wollt, dass auf weitere Videos von Lazo reagieren sollen, dann gebt diesem Video auch einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Okay, tschüss.